So, hallo ihr Lieben, Christian Schimmer, Diplompsychologe. Heute geht es mal darum, wie man selber in Gefahr läuft, Drama herzustellen, obwohl man vorher unter Drama von anderen Menschen gelitten hat. So, das ist so ein ganz häufiger Prozess, dass man, diese schwierigen toxischen Beziehungen sind ja extrem dramatisch und an der sind man mal nettere Leute. Und dann kann man manchmal nicht anders, als selbst Drama zu kreieren, weil man einfach so ein fucking dramasüchtiges Gehirn noch hat. So. Und es ist nicht so leicht abzustellen. Deswegen auch, komm gerne noch rein in die Drama-Challenge. Gibt es auch in meiner neuen Liebeschip-App. Und oder die Selbstliebe-Challenge oder die Manifestations-Challenge. Und holt euch vielleicht noch einen Platz, wenn ihr auch beruflich in so einem Bereich arbeitet, in meinen Ausbildungen für Paarberatung oder Einzelberatung bei toxischen Beziehungen oder ganz neu als Dating-Coach. Alles auf liebeschip.de. So, also jetzt Nachricht von Anna Zolewskula. Lieber Christian, ich bin seit Jahren Fan von dir und ich habe auch durch deine Videos sehr viel über mich und meine Themen gelernt und auch meine Liebessucht komplett überwunden. Und das ist schon mal, aufmunternder Schlag auf deine, Schlag nicht, wie wollte ich das jetzt sagen? Wie kriege ich den Satz jetzt vernünftig zu Ende? Auch große Aufmunterung von mir und tap on the back, wie die Engländer sagen. Großartig, das ist schon ein Riesenschritt, ne? Ja. Aktuell beschäftige ich mich etwas, was sich zur Sommerzeit regelmäßig wiederholt. Wenn ich eine Beziehung habe und wir dann in den gemeinsamen Urlaub fahren, bin ich plötzlich gar nicht mehr glücklich. Ich bin ein sehr ordentlicher Mensch und Unordnung im Hotelzimmer durch meinen Partner bringt mich dann Stück für Stück mehr ins Käbbeln. Ich kenne nur Kabbeln, aber vielleicht sagt man woanders Käbbeln. Mit dem Partner. Drei meiner Beziehungen sind direkt nach dem Urlaub beendet gewesen. Gut, Urlaub ist immer ein bisschen Test für eine Beziehung und wenn die eh schon nicht so ganz rund läuft, aber ich verstehe schon, wenn das jetzt dreimal passiert ist, dass dir das dann jetzt irgendwie auffällt. Ich habe selber das Gefühl, dass ich eigentlich nicht viel brauche, um einen schönen Urlaub gemeinsam zu haben. Ja, wo man jetzt gucken muss, wie gesagt, also wenn du sagst, du warst liebessüchtig, vermute ich mal, du hattest auch ein bisschen Toxi-Toxi-Beziehungen und da muss man halt super aufpassen, weil das ist so ein typischer Weg, dann weiß man jetzt, okay, die date ich jetzt nicht mehr, dann datet man irgendwie normalere Leute oder, was heißt normale, also welche, die vielleicht nicht mehr so ein Drama machen, bindungssicherer sind. Und dann rutscht man auf einmal selber ins Minus. Man hat es nicht immer so im Blick. Also das könnte jetzt sein. Ich weiß natürlich nicht, was für ein Ausmaß das jetzt hat. So, aber das passiert leider sehr leicht. Also es ist wirklich unglaublich. Da gibt es auch witzige Memes, so da, was man so akzeptiert von Menschen, mit denen man liebessüchtig ist. Die können eigentlich machen, was sie wollen. Ihr wisst schon, was ich meine. Also egal, wie die rumlaufen oder wie die sind, alles wird akzeptiert. Aber wenn dann jemand Netteres kommt, dann, also wenn du rote Pullover trägst, können wir nicht zusammen sein. Also dann hat man auf einmal so Überstandards. Das geht leider, ist leider so eine Phase, wo man dann auch noch durch muss, dass man sich mal wieder ein bisschen sagt, okay, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen auf den Boden kommen, mich auch ein bisschen öffnen, so, ne, für vielleicht sichere Beziehungen. Darf ich jetzt nicht selber so ins Minus fallen. Dass man nur mal so als Anregung. Ich habe selber das Gefühl, dass ich eigentlich nicht viel brauche. Ich will einfach nur Ordnung und Manieren. Das ist aber ein weites Feld, ne? So, ne? Und als Beispiel schreibst du sich jetzt, sich nicht den Teller vollfüllen, einem Buffet zum Beispiel. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, wie du das jetzt genau meinst, aber also das könnte ein Beispiel sein wie ein Überstandard, ne? Also weißt du, wenn man so auf dem Niveau jetzt guckt nach Fehlern bei einem Menschen, da wirst du, glaube ich, bei jedem was finden irgendwie, ne? Also der eine füllt vielleicht nicht einen Teller zu doll auf oder der andere, weiß ich nicht, ist vielleicht nicht richtig sportlich, der dritte hält die Tür nicht auf, vierte legt sich keine Serviette auf den Schoß oder, weißt du, da kannst du immer irgendwas finden. Und das, ich weiß jetzt nicht so an einem Beispiel festmachen, aber da müsstest du dich echt mal prüfen, ob du nicht da selber ein bisschen ins Minus rutscht und zu streng bist, so, ne? Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Aber wenn diese Dinge passieren, kriege ich einfach schlechte Laune. Ja, aber da muss man halt sich mal reflektieren. Wie gesagt, vielleicht passieren da auch noch viel krassere Sachen. Vielleicht sind deine Männer wirklich völlig ungehobelt. Dann ist es so, ne? Da muss man gucken, wie man das früher aussortiert. So. Aber wenn das jetzt wirklich sowas ist,
Könnte mir auch schon passieren, glaube ich. Wäre ich auch schon raus. Mal zu gucken, bin ich eigentlich zu streng, das vielleicht mit meiner Freundin mal diskutieren, und weil das ist häufig so eine Phase, die sich so anschließt, ne, wenn man so Liebessucht überwunden hat, ne, dass man so, wenn der jemand jetzt aber das macht, dann bin ich sofort weg, und das ist dann eigentlich, ja, also man muss auch wieder ein bisschen, es ist so ein bisschen so, man war halt sehr extrem in eine andere Richtung, und dann snatcht man so zurück, weil man es einfach nicht mehr aushält, man will nicht mehr liebessüchtig sein, und dann übertreibt man gern ein bisschen und muss dann so irgendwann mal so in die Mitte kommen, so, ne? Nur so als Gedankenanregung, ne? Dabei liebe ich Urlaube, mit meinem Ex-Mann war das nie ein Problem. Ja, also entweder vielleicht war es ja zudem liebessüchtig, dann ist einem sowieso alles egal, und oder vielleicht hatte der zufällig Top-Manieren, aber wie gesagt, das ist auch, kann auch ein Zeichen von so Minus, dass man so ein bisschen Minuspol ist sein, dass man immer mit dem Ex-Mann vergleicht und keiner kommt gut bei weg und so, ja. Mittlerweile denke ich, mit mir stimmt irgendwas nicht, für meine Beziehung geht es mal im Urlaub zerbrechen. Ja, wie gesagt, ich kann dir nur diese Gedankenanregung geben, das waren ja jetzt nicht viele Beispiele oder so, und vielleicht kannst du dich da mal gucken, aber wenn das jetzt, ich meine, du hast jetzt nichts Gravierendes geschrieben, ich meine, wenn das jetzt wirklich so ist, der benimmt sich absolut wie Axt im Walde irgendwie so, und das passiert immer wieder, ja, dann müsstest du nochmal gucken, wen du da nicht mal aussuchst. Aber wenn du sagst, ey, die waren eigentlich ganz in Ordnung, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, werde ich dann so pingelig, und das kann schon so ein bisschen Bindungsangst sein, ne? Dass man Schwächenzoom, ne, wie Steffi Schall also mal sagt, ne, geht los, und also man braucht schon, wenn man länger mit, weil jeder Mensch hat Fehler, ne? Und wenn du länger mit Menschen zusammen sein willst, man braucht schon so ein bisschen, also du wirst keinen Menschen finden, der keinen Fehler hat. Ne? Also nur Leute, zu denen man liebessüchtig ist, haben scheinbar keine Fehler. Die haben, sind natürlich voll mit Fehlern, wissen wir ja. Aber es ist schon so ein bisschen auch die Schwächen des Partners so zu akzeptieren, weil man sich halt liebt, aber ohne natürlich, dass so Dealbreaker überschritten werden. Ne? Und sowas kann man ja auch, könnte man ja auch kommunizieren, könntest ja auch sagen, boah, ich bin so pingelig. Aber ich muss auch zugeben, wenn ich jetzt an, ich habe ja auch, das Universum hat mich ja auch durch viele Testläufe geschickt, und ich kenne das, mir fällt jetzt gerade so eine Ex-Freundin ein, boah, ich war auch immer so streng, also da dürfen wir wirklich nichts falsch machen, und was den ganzen Abend, also es war auch manchmal rund um Essen gehen und so, wenn man ihr kein Wasser eingeschenkt hatte, mal ausnahmsweise, und erstmal halben Abend schlechte Laune und so. Ich meine, wenn man so ist, ich will das jetzt auch nicht werten, ne? Aber das kann schon auch sehr anstrengend sein, ne? Ich versuche euch hier ehrlich meine Meinung zu sagen, ne? Ich hoffe, du kannst das mal anfangen. Hast du einen Rat für mich, wo ich hinschauen müsste, wo ich dran arbeiten kann, damit sich das nicht wiederholt? Ja, liebe Grüße aus Österreich. Ja, vielleicht komme ich da auch mal wieder hin. Freue mich immer, wenn ihr mir schreibt aus Österreich und der schönen Schweiz. Wer weiß, ob man da nicht irgendwann auch mal woanders wohnt, wer weiß. Die Welt ist ja echt ein krasser Umbruch. Aber jetzt wird erstmal Fußball geguckt. In diesem Sinne, macht die fucking Kurse, und ich glaube wirklich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt heute schon mal gesagt habe, ich habe heute mehrere Videos aufgenommen, aber ich würde euch wirklich raten, guckt ruhig mehrmals in die Kurse rein, die ihr habt, ne? Weil man beim ersten Mal durcharbeiten von so einem Kurs, vielleicht bleiben nur 20-30% hängen. Das ist mir in den letzten E-Mails, ist mir das sehr aufgefallen, dass Leute sagen, ja, ich habe den Kurs, habe ich. Und dann sehe ich aber aus dem, was sie beschreiben, dass da irgendwas scheinbar nicht so richtig hängen geblieben ist. Also es hat einer meiner Coaches hat das früher auch immer gesagt, man liest ja dieses, er hatte so ein Buch, hat immer gesagt, boah, das musst du 10-mal durchlesen. Und ich habe es jetzt nicht 10-mal durchgelesen, aber 3-mal habe ich es durchgelesen, weil es stimmt, es bleibt unheimlich viel, rutscht so ein bisschen durch und dann wird man ungenau. Und dann passieren halt Sachen, die euch einfach nur Zeit kosten, so, ne? In diesem Sinne, macht die fucking Kurse und macht sie vielleicht auch öfter so, ne? Dass sich das wirklich richtig verfestigt. Ciao, ihr Lieben.